ohne Fairing. Dürfen wir halt nicht zu schnell werden, aber das können wir ja regulieren über die Triebwerke. In diesem Sinne, go for Minmus in 3, 2, 1 und los. Wow, es wird hell. Und wir sind unterwegs in Richtung Minmus. Und ich kann sogar ein bisschen lenken. Das ist gar nicht schlecht. Ist okay. Mal gucken, wie das so, wie sich das im Flug so insgesamt macht. Bei 100 Metern pro Sekunde werde ich mal ein bisschen Schub rausnehmen für den Anfang. Dass wir erstmal nicht zu schnell werden in der unteren Atmosphäre, weil das da vorne ist halt nicht unbedingt ein aerodynamischer Zugewinn, um es mal nett zu formulieren. Wir hätten auch ein Heatschild draufschrauben können, das wäre wahrscheinlich ähnlich effizient geworden. Und ich denke, wir sollten hier nicht mit Überschallgeschwindigkeit langballern. Das macht es nämlich wahrscheinlich nicht besser. Ja, schwupps haben sie die Helme aufgesetzt, das stimmt. Haben sie wohl doch ein bisschen Pipi in die Augen bekommen, als das Ding gezündet hat. Und sich gedacht, sie setzen dann doch mal lieber irgendwas auf, was sie schützt, falls sie da rausfallen. Ja, der Klotz da oben drauf ist tatsächlich interessant auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gucken wir mal, dass das SEP hier sauber läuft. Das war knapp, aber es hat funktioniert. So, und dann können wir uns jetzt nämlich mit Vollschub und... Wow, da sind wohl ein paar Booster ineinander kollidiert. Na gut, aber ist alles weit genug weg, die Explosion. Also nicht unser Problem. Das heißt, wir können jetzt Geschwindigkeit aufnehmen. Auch wenn das nicht unbedingt richtig schnell funktioniert, aber wir nehmen Geschwindigkeit auf, das ist ja schon mal gut. So, und ich kann es auch relativ gut steuern, weil wir viele Triebwerke dafür haben. So, jetzt müssten wir nämlich eigentlich, genau, das passt auch, wie ich mir die Fuel Pipes gelegt habe, auf den äußeren Tanks arbeiten, die relativ bald auch leer sein müssten. Dann gehen wir auf das nächste Triebwerk hoch. So. Also wir sind gut unterwegs. Ich mache jetzt den Gravity Turn mal fertig. Wir haben relativ guten Vertical Speed mittlerweile. Wir steigen um fast 500 Meter pro Sekunde. Da kann man dann auch mal die Kurve fertig ziehen. So, wir nehmen Höhe. Und jetzt schauen wir mal. Ja, wir sind gleich beim Burnout angekommen von den Triebwerken. Das heißt, wir gehen jetzt mal schön flach, damit wir gleichmäßigen Aufstieg haben. So. Und verabschieden uns jetzt gleich von unseren Flüssigtreibstoffboostern. Und das müsste jetzt der Fall sein. So, hinfort damit. Und wir sind jetzt von der Thrust Weight Ratio runter auf 0,7. Das dürfte aber eigentlich kein Problem mehr darstellen, weil wir haben schon ganz gut Geschwindigkeit aufgenommen und verbrennen jetzt natürlich auch ganz gut Fuel raus, sodass unser Gewicht weiter abnimmt. Sollte also insgesamt kein Stress sein. Wir nähern uns den 70 Kilometern Höhe. Unser Strom sieht auch gut aus. Im Prinzip alles super. Ja, das heißt Flameout, glaube ich eigentlich. Ich habe Burnout gesagt, ne? Naja, same, same, but different. Die Booster hatten einen Burnout. Die können nicht mehr arbeiten. So. Gut, wir nehmen langsam Fahrt auf. Thrust Weight Ratio steigt langsam. Jetzt ist auch so langsam hier unser Klotz natürlich kein Problem mehr. Wir können hier mal das Licht anmachen, wenn die da schon drin sitzen. Dann haben sie es auch nicht ganz so dunkel. So, und jetzt würde ich sagen, fliegen wir einfach auf dem Orbital Prograde entlang in Richtung Orbit. Boah, das sieht aber ganz gut aus. Also wir haben noch 3500 Delta V total am Start. Damit müssten wir ziemlich gut nach Minmus kommen. Und auch zurück. Hört doch mal auf mit solchen Fachbegriffen um euch zu werfen. Das ist ja fürchterlich. Meko, was war Meko nochmal? Main Engine Cutoff. Genau, Main Engine Cutoff. Ja, ich krieg's sogar noch zusammen. So. Habitat anschalten. Ja, müssen wir es denn überhaupt anschalten? Wir haben Habitation für 17 Days. Ja, wir sollten das tatsächlich vielleicht anschalten, weil es sonst nicht funktioniert. Zack.
Und dann machen wir auch mal Lights on. Und da wir mittlerweile auch im Orbit sind, oder im Orbit, also wir sind aus der Atmosphäre raus, können wir auch mal den hier machen und beginnen uns Strom zu besorgen, der nicht aus nukularen Quellen kommt. So, jetzt sind wir langsam aber am Punkt, wo ich mal auf Vollschub gehe wieder. Weil wir jetzt die Apoapsis gleich erreichen. So, sieht aber auch gut aus, dass wir das auf jeden Fall noch locker hinbekommen. Und wir können auch wahrscheinlich noch den Plane Change auf die Minmus-Bahn sauber mit der Stufe spielen hier. Weil wir müssen ja diesmal ein bisschen anpassen. Kleines bisschen. Ja, aber das hat auch gut geklappt. Also ich hatte ein bisschen mehr Angst bei der Größe der Rakete, dass das irgendwie zu Problemen führt. Aber am Ende des Tages war das ja alles ganz relaxed. So, wir kommen gleich im Orbit an. Dann gucken wir mal, was uns Massive Scale Launch so bringt. Wir sind 75 Tonnen schwer noch. Ein bisschen Glück. Ihr habt das richtig Asche. Ne, das sollte richtig Asche geben. Müssen wir 60.000 oder so zurückbekommen, glaube ich. Tading! 40.000. Na gut, wir haben 40.000 zurückbekommen. Guck mal, sie haben die Helme wieder abgenommen. Sie haben keine Angst mehr. Hahaha. Feiglinge. So, ich glaube, wir können anhalten. Jetzt schnappen wir uns mal Minmus. Set as target. Und dann kommt hier drüben unser nächster Descending Node. Da machen wir dann mal unseren Angleich von der Plane, dass wir Minmus sauber treffen. Wir wollen hoch. Zack. 274, die haben wir auch noch locker flugiert drin. Da können wir sogar noch die Trans-Minmus-Injection mit dem Triebwerk beginnen. Das ist ja total entspannt. So, 28 Sekunden Burn. Ja, jetzt denken, genau, jetzt wo wir im Weltall sind, brauchen wir die Helme natürlich gar nicht mehr. Das ist jetzt ist ja alles total entspannt. So. Ich gucke auch nochmal, haut das auch mit unseren ganzen Supplies alles so hin? 87 Tage, jawohl. Das sieht doch alles ganz gut aus. Also wir haben ja auch noch ein bisschen Toleranz. Genau genommen nämlich 15 Tage, die können sie immer hungern. Danach ist halt Feierabend. So, ein bisschen näher müssen wir noch ran. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal die Drehung an. Dass wir uns schon mal hindrehen, weil so gigantisch viel Reaction Wheels habe ich jetzt nicht mitgenommen. Und noch haben wir halt die große Rakete dran. Schöne Drehung. Wir sind immer noch aufs Cockpit fokussiert, deshalb sieht das heute mal ein bisschen anders aus. Und wir drehen nicht auf dem Zentrum der Rakete mit. Ja, schön, schön. Ich hoffe, man kommt dann hier auch gut an diesen Schrank ran. So, mal schauen, ob das irgendwie klappt. Sonst bauen wir die Leiter einfach um. Also wir werden mit einem Engineer und mit einem Scientist landen und der Fischkopf Kerman wird an Bord der Kommandokapsel bleiben als Pilot. Denn das übernimmt der Probe Corps, den kann er ja ein bisschen fernsteuern oder sowas. Irgendwie so. Der wird sich schon beschäftigen können mit seinem Raumschiff. Gut. So, haben wir noch einen kurzen Moment Zeit, bis der Burn startet. Also, wir sind vorbereitet für unseren Plane Change. Dass wir da einmal sauber gehen. So, ich fange schon mal an zu brennen mit ein bisschen wenig Schub. Ja, und dann können wir jetzt, glaube ich, den Rest machen, ne? Ja. Gut, kurze Anpassung. Und dann können wir unser Manöver planen, um rüber zu fliegen. Naja, 14 Tage ohne Essen. 15 Tage ohne Essen geht schon mal, ne? Schön ist es sicherlich nicht, aber die Kerbals sind halt harte Erforscher des Weltalls. Die kennen da nichts. Die ziehen das eisern durch. So, dann ist Minmus momentan da. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo unseren Start einleiten. Ich probier's mal. Was passiert? Außer gar nichts. Wenn man den Knopf nicht richtig zieht. Ui, ein Mond-Flyby. Sehr schön. Vielleicht können wir den gleich noch nutzen, wenn ich nicht ganz treffe.
Was ist da? Schade. Ich hätte gehofft, wir können noch Moonfly bei provozieren. Aber nicht ganz. Doch, können wir. Hahaha. aber erst im zweiten Anlauf, oder? Warte mal, ich komme. Ich flieg hier raus. Nee. Doch, ja. Und dann weg. dann weg. Nee. Das wollen wir nicht. So, dann machen wir es so, oder? Nehmen wir uns den da. Naja, der ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich will den ein bisschen... schneller haben als 12 Tage. 10 Tage klingt auch fair. Okay, sehr schön. Das reicht uns erstmal. Das heißt, in 12 Minuten haben wir... In 12 Minuten haben wir unseren Burn. Genau. Also Wasser müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es ist nicht Tech Life Support, sondern ich benutze USI Life Support. Und USI Life Support fasst alles, was ein Kerbal zum Leben braucht, in Supplies zusammen. Supplies sind quasi Essen, Sauerstoff, Wasser und so weiter. Oxygen und Hydrogen sind nur mit dabei, das sieht man hier auch, weil sie in der Alkaline Fuel Cell fusioniert werden, umgewandelt werden, in Strom und dabei entsteht halt logischerweise Wasser, weil H2O ist Wasser. Also deshalb habe ich diese Ressource, das ist einfach ein Abfallprodukt meiner Fuel Cell, das Wasser. Die Kerbals müssen nicht verdursten, keine Sorge. Alles ist super für die Kerbals. So, wir warpen mal rüber zu unserem kleinen Manöver. Jetzt geht uns natürlich langsam der Strom aus, wo wir gleich beim Thema Alkaline Fuel Cell sind. Oder wir benutzen natürlich mal hier unseren voll krassen... Achso, der macht schon Strom, aber es macht halt nur so wenig, ich verstehe. Dann ist es wohl die Alkaline Fuel Cell, die hier gleich mal arbeitet. Wo war sie denn jetzt? Ich habe sie doch gerade noch gesehen. Da. Zack. Und wir schmeißen die mal an. Dann gibt es auch wieder Strom. So. War doch schon gut, dass wir sie mitgenommen haben. Weil sonst wäre das mit dem Manöver jetzt vielleicht ein bisschen peinlich geworden gleich. Wir drehen uns mal Prograde. Ich nutze die Zeit für einen kleinen Schluck Wasser, weil mir Hals trocken wird. Und eigentlich ist das nur eine Ausrede, damit ich gleich wieder Whisky trinken kann. Und dann sind wir auch schon unterwegs in Richtung Minmus, zumindest mit der ersten kleinen Erforschungsmission. Und eigentlich müsste auch bald mal naja, 63% der Low-Resolution-Scan von Minmus fertig sein. Weil ich habe ja die Hoffnung, dass wir danach dann auch noch direkt den Biom-Scan bekommen. Dann können wir da nämlich den anderen Scanner einschalten. Und haben schon mal ein bisschen was geschafft. So, jetzt gehen wir rüber aufs Manöver. Bereiten uns auf den Burn vor. Wir können den Burn noch ganz kurz anfangen mit der Hauptrakete. Nicht mehr lange, aber ein Teil noch zumindest. Und dann machen wir das mit dem effizienteren Triebwerk weiter. Das sollte ganz gut klappen. So. Da müssen wir gar nicht mehr groß zeitraffern. Wir sind schon fast da. Und ich glaube, ich fange jetzt schon mal an zu brennen, weil das nächste Triebwerk natürlich bei Weitem nicht so stark ist wie unser Skipper, was wir momentan benutzen. Dafür halt effizienter. Deshalb wird sich unsere Burntime wahrscheinlich eh ein wenig verlängern. Wir werden es gleich sehen. Und der Sprit ist gleich alle. 3 Sekunden noch und 2 und 1 und 0. Und wir machen ein Zap und gehen weiter mit dem nächsten Triebwerk. Also der jetzt eine knappe Minute drauf gekommen. Aber das ist alles im grünen Bereich zu verordnen. So, ich glaube, wir können auch die Fuel Cell wahrscheinlich erstmal wieder ausmachen. Zack, weil jetzt gerade uns das Triebwerk ausreichend Strom liefert. Und wir dann ja auch gleich wieder rauskommen in die Sonne. Also ich denke nicht, dass da jetzt noch
der Riesenterz passieren wird. So, und jetzt fliegt sich das schon mal ganz gemütlich, weil wir jetzt ein relativ kurzes Raumschiff haben mit ganz angenehmer Torque durch die Reaction Wheels, die in den Kapseln mit verbaut sind. Also so kann man jetzt arbeiten. Ja, und dann schauen wir uns mal die Minzkugel aus der Nähe an. Ich bin gespannt, ob die Texturen, die wir vom Satelliten aus gesehen haben, tatsächlich so gut aussehen, wenn wir unten auf Minmus rumlaufen, weil das sah echt vielversprechend aus, muss ich sagen. Die Oberfläche von Minmus mit dem Grafikmod. Und es ist auch das erste Mal, dass wir uns wirklich so ein bisschen aus der sicheren, wir sind innerhalb von 2-3 Tagen da Entfernung von Kerbin natürlich rausstehlen. Ihr seht jetzt schon, das ist ein relativ direkter Anflug, das kann man natürlich auch noch schneller machen, aber wir brauchen halt da schon 10 Tage hin, ne? Und wir brauchen auch nochmal 10 Tage zurück. Das heißt, wir müssen rechtzeitig gucken, dass wir auch wieder zurückkommen und nach Hause fliegen, damit uns vorher nicht irgendwie Habitation oder das Essen ausgeht. Beides wäre fürchterlich, wobei wir uns bei Habitation, glaube ich, ein bisschen weniger Sorgen machen müssen. Also sind wir mal gespannt, wie das so läuft. Unsere drei tapferen Entdecker, der Fischkopf, der Theo und der Svensen, sind unterwegs und gucken sich den Minmus mal an. So, jetzt sind wir gleich mit unserem Burn durch. Ich nehme ein bisschen Schwung raus, damit wir nicht overshooten. Das passiert ja relativ schnell beim Minmus. Okay. Und ja, nicht ganz exakt, aber gut genug, würde ich sagen. Hä? Jetzt ist er sich ein bisschen uneinig, aber er sagt, ich habe einen Encounter. Also glaube ich ihm das auch mal. Gut, jetzt können wir, glaube ich, den Zeitraffer anwerfen, oder? Ich gehe mal ein bisschen erstmal, jawohl, da ist Strom. Und wir sind unterwegs in Richtung Minmus. Sehr schön. Und hier sollte auch so nach und nach, hier läuft der Biomscan von Kerbin langsam hoch. Biomscan vom Mond noch nicht. Das macht ja die gleiche Probe. Hier ist langsam aber sicher der Low-Resolution-Scan von Minmus am Tickern. Und ich glaube, wir trauen uns jetzt einfach mal ein bisschen schneller zu scrollen, zu warpen. Oh, irgendwas ist fertig geworden? Jawohl. Der Low-Resolution-Scan von Minmus ist fertig und die Theorie sagt, dass wir jetzt hoffentlich ein Angebot bekommen. Nö. Oh, guck mal. Science Data from Surface of Minmus. Wäre ja eine Schande, wenn wir den nicht mitnehmen würden. Zack. Schade eigentlich. Achso, und Kerbin ist auch noch fertig. Ach, sehr schön. Okay. Gut, da haben wir ja sogar noch einen Vertrag frei dann, richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der zählt nicht dagegen. Ja, ich lasse den mal offen. Vielleicht kommt ja noch der Scan-Auftrag für Minmus. Und wir können uns da dann noch ein bisschen Geld dazu verdienen. So, ich würde sagen, jetzt lassen wir einfach mal den Zeitraffer weiterlaufen. Strom war gerade ein bisschen nicht so gut, aber jetzt klappt's ja. So. Und schwupp. Das sollte jetzt unser Encounter sein. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Stunde 42 Zeit, um da hinzukommen. Jetzt können wir aber mal gucken, was Science hier genau sagt. Science hier genau sagt, viele Dinge können abgehandelt werden. Schwupp, und dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Und das können wir, glaube ich, funken. Das geht ja verlustfrei. Okay, unseren Crew Report. Raus damit! Der Auftrag kommt nicht, wenn ich schon scanne, aber ich scanne noch gar nicht. Ich hatte extra den Biomscanner auf Minmus wieder deaktiviert. Das kann natürlich sein, ich hatte schon einen kleinen Streifen gemacht, dass er dann natürlich tatsächlich nicht triggert. Ich gucke jetzt nochmal.
Aber, also wenn er jetzt nicht da ist, dann werde ich jetzt gleich mal den Biomscanner für Minmus einfach anschmeißen, weil der interessiert mich natürlich trotzdem. Also wir machen hier einmal die komplette Forschungsbank durch und heben das alles auf. So, und dann kann ja eigentlich mal ganz kurz einer den Kopf rausstecken. Komm, Fischkopf wird nachher an Bord bleiben, der darf dafür jetzt den Eva-Report machen. Und hinten ist Kerbin im Fensterchen. Zack, zack und wieder rein. Da ist Kerbin. So. Jetzt müsste man eigentlich mit dieser Box hier Collect All. Ha. Transfer Data. Kann man nicht dahin transferen. Na gut. Aber man kann bestimmt hingehen und die da rausholen, richtig? Ich bin ziemlich sicher, dass das geht. Wir gucken mal. So. Ach stimmt, ja, ich könnte die Daten noch analysieren. Wir gehen gleich mal zu dem Satelliten, sobald ich das Bremsmanöver durchgeführt habe. Jetzt hole ich mir nur erstmal die Daten, dass ich die sauber im Pott verstauen kann. Verdammtes Denglisch. So. Da ist auch schon Minmus. Wir sind fast da. So, wir machen jetzt gleich ein kleines Bremsmanöver. Dann lassen wir ihn hier mal in den Orbit absacken. Und wir gucken mal kurz, was der Satellit da so treibt oder nicht treibt. Upp. Und schauen wir. Gut, also. Wir haben bis hier auf jeden Fall erstmal noch Zeit. Viele, viele Dinge, die uns alle nicht interessieren, weil wir im High Orbit sind. Guti, jetzt gehen wir mal Retro. Warum will ich die da rausholen? Die will ich da rausholen, weil ich die mit nach Kerbin zurücknehmen möchte. Und nach Kerbin wird das Landemodul nicht zurückfliegen. Ich habe nur am Landemodul das Ding dran, weil das ja unten ganz viel Science auch einsammeln wird. Und ich will nicht immer alles anklicken müssen, sondern will das einfach so holen können. Und deshalb habe ich es am Landemodul dran, aber ich will es in der Kapsel nachher haben. Eben weil ich die Kapsel landen werde. Und die vollen Forschungsdaten kriegen will. Genau, das ist mein Plan. Guti, dann bremsen wir mal in den Orbit von Minmus ein. Was hoffentlich ja gleich funktionieren sollte. Wir sind halt relativ weit oben unterwegs und Minmus hat jetzt nicht unbedingt die Monsterschwerkraft. Deshalb brauchen wir da jetzt ein bisschen zum Bremsen. Also wir müssen wahrscheinlich fast zum Stillstand kommen, damit uns die Schwerkraft erfasst. Aber wir haben noch ein bisschen Toleranz. Achso, Delta V Current nur noch 400. Das ist gar nicht mal so viel, ne? Müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier stranden nachher. Aber gut, ohne die Landefähre und alles sollte das ja nachher ganz gut klappen. So, und die Orbitalmanöver um Minmus rum halten sich ja an Grenzen von der von den Kosten unseres Treibstoffs her. So, was steht da jetzt? 58. So. So machen wir das erstmal. Und jetzt gehen wir hier mal hin und schauen mal, dass wir die Dings nochmal abgrasen. Die Science-Punkte, die wir von dem Scan erhalten. Und wenn es dann immer noch keinen Auftrag gibt, dann starten wir auf jeden Fall den Biomscan selbstständig. Aber es sieht nicht so aus. Ne, der will einfach nicht mit uns Biome an Minmus scannen. Wahrscheinlich, weil wir es einmal schon mal zum Testen ganz kurz anhatten. Und das hat
auf der Karte Folgendes getan. Zack. Genau. Das hier ist nämlich schon passiert. Da hatte ich einmal den Scanner ganz kurz in Betrieb scheinbar. Und habe halt schon ein paar Perimeter gescannt. Genau, und das hat ihm wohl nicht so gefallen. Naja, so ist das halt. Muss ihm ja auch nicht gefallen. Dann machen wir jetzt mal den hier noch an. Und gucken mal, ob das stromtechnisch stabil bleibt. So, Minmus in Space, High Surface, To Boldly Go 2. Genau, mal wieder eigenes Biom. So, dann läuft der jetzt mit. Wir haben auch genug Strom, dass das funktioniert. Das heißt, wir können den jetzt laufen lassen und machen hier unseren Biomscan einfach mal fertig. Und wir gehen jetzt wieder rüber zu unserer Mission. So, und jetzt bringen wir unsere Mission mal in Richtung Minmus, würde ich sagen. Da sollte jetzt eigentlich nicht so viel gegensprechen. Wie lange braucht man denn bis zu Periaps? 3 Tage. Bäh, sehr ekelhaft. Das dauert ja ganz schön lange. So, was sagt unser Life Support? Electric Charge expired auf der Moonbase. Das wäre nicht so gut, wenn der expired wäre. Kerbin Space Station auch. Aber es kam keine Benachrichtigung, oder? Wollen wir kurz nachgucken? Oder werten wir das als wurde halt nicht geupdatet, weil war keiner da? Also es ist ja auch immer nur, der zeigt ja immer nur die Batteriedings an und zählt dann runter, ne, wenn das Vessel nicht aktiv ist. Da keine Warnung kam, gehe ich davon aus, dass den Kerbals eigentlich gut geht, die da sind. Wir können aber kurz nachgucken. Ja, ich weiß, dass ich eine Alkaline Fuel Cell habe, aber ich will sie ja auch nicht umkommen lassen, ne? Ja, ich gucke einmal ganz kurz nach, um sicherzustellen, dass es wirklich wie bei Tech Life Support auch eine Falschanzeige ist. Einmal gucken schadet ja nicht. Wo ist denn die blöde Basis? Ach, die stehen sogar an der Sonne. Also eigentlich kann bei denen nichts sein. Nee, die stehen in der Sonne. Aber ich gucke einmal. Zack. Den können wir auch mal umbenennen. Der heißt ja nicht AIS-Pod. Das ist unser Moon Rover. Schweinerei, die können den nicht einfach AIS-Pod nennen. So. Also da drin ist schon mal Licht. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Rename Vessel. Erstens ist es ein Rover. Zweitens ist es der Moon Rover. Ja, wir müssen auf der Nummer mit IKEA nicht so rumhacken. Fahne Dings. So, und wir haben haufenweise Strom. Und wir können die Alkaline Fuel Cell, glaube ich, mal abschalten. Wo ist es drin? Da hinter der Tür. Nee. Welches davon ist die Erklemmfilzelle? Das da. Okay. Ach, die ist sogar aus. Okay, wunderbar. Die ist aus. Da hatte ich wohl scheinbar abgeschaltet. Ja, gut, das, gut, dass wir nachgeguckt haben, aber es ist auf jeden Fall Strom drin. Alles ist gut. Und alle freuen sich des Lebens und haben auch noch mehr als ausreichend Supplies. Sehr gut, dann geht's zurück nach Minmus. Das war mir nun ein Anliegen. Jetzt müssen wir bei dem Dings natürlich nicht nochmal nachgucken. Bei der Raumstation, sondern wir gehen rüber zu unserer Minmus-Mission wieder und bringen die jetzt mal in Position. Und der Chrissy 1988 ist jetzt auch ein Carbonaut. Willkommen, Chrissy.